Hier ist für euch Anuki. Selbstverständlich. Ein Gast mit Manieren, Menschenskind. Erstmal schön allen Hallo sagen. Ja, natürlich. Ich muss doch mich mal vorstellen bei dem netten Barpersonal. Und bei An Anuki, ist es wahnsinnig schön, dich hier wieder zu haben in Mittweida. Hattest du ein bisschen Sehnsucht nach uns? Übelst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Vielleicht sehen wir uns auf dem Campus Festival. Wir werden sehen. Das wird mich sehr freuen. Aber ist geheim. Ist geheim. Hatte ich nicht gesagt. Niemand hat die Absicht, irgendwas von irgendwelchen Festivals zu sagen. Ich habe gesagt, vielleicht. Und ich freue mich sehr, hier zu sein mit Mittweida. Ist voll schön. Shoutout Lachstreppe, Alter. Immer noch. Ey, wirklich. Lachstreppe ist King. Ich hab's gesehen. Die Älteren kennen's. Anuki, du hast eine wahnsinnig interessante Biografie. Du bist geboren in Utrecht, aufgewachsen in Bayern und bist dann schlussendlich gelandet in Berlin. Yes. Wie kam das alles? Boah, ey, frag nicht, ey. Also, ich kann dir sagen, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich habe zweimal studiert. Einmal, also nachdem ich aus Schweinfurt weggezogen bin, Schweinfurt besser, bin ich nach Leipzig gezogen. Kennt einen. Wer? Digga, ab. Eine Person kennt Schweinfurt. Genau, sehr gut. Das ist viel. Ich bin nach Leipzig gezogen, habe da studiert ein halbes Jahr, ein Semester, habe parallel dazu schön im Callcenter gearbeitet, habe gemerkt, das war nicht so das Wahre, bin ich nach Jena gezogen. In Jena war ich auch ein Jahr, habe da auch studiert, habe einen guten Freund getroffen, der meinte, ich bin fertig mit dem Studium, ich ziehe nach Berlin. Und ich meinte so, ich komme mit. Und dann bin ich halt da gelandet, über so Umwege, ungeplant. Und jetzt ist alles gut. Das war eine gute Entscheidung. Nice. Schlussendlich dann in Berlin gelandet und jetzt machst du Musik. Die Frage kriegst du garantiert wahnsinnig oft, aber ich muss sie stellen. Wofür steht Anuki? Gute Frage. Ich war mal, also Anuki ist ein indonesisches Wort. Meine Roots sind in Indonesia. Mein Vater kommt von da. Ich war mal 16 und Anuki bedeutet so viel wie Schauspieler. Und ich fand das so deep. Und jetzt finde ich den Namen aber einfach noch schön, weil er schreibt sich so schön und er liest sich so schön. Und darüber freue ich mich immer noch. Daher kommt Anuki. Und deswegen bleibe ich dem Ganzen treu. Ist ein voll geiler Name. So, und du hast direkt immer ein Gesprächsthema. Immer. Auf jeden. Und du hast auch einen super interessanten musikalischen Werdegang. Du hast dir mal einen Proberaum mit der Antilopengang geteilt, ne? Ja. Und du wurdest auch bei Bu. Was? Story, Alter. Erzähl. Nee, hast du alles erzählt. War gut. Das war die Story, dass du den Proberaum mit Antilopen. War gute Story. Die beste Story des heutigen Abends. Anuki hat sich einen Proberaum mit der Antilopen-Gang geteilt. Shoutout, Jungs, Alter. Shoutout, Gang. Und noch viel bemerkenswerter, du wurdest bei Bubak Booking gesigned. Die haben unter anderem Zugezogen, Maskulin und Dendemann. Ja. Und das ohne offiziellen Release. Also Signing, ne? Also wir sind halt im Booking da, die machen die ganzen Shows, sind sehr, 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 sehr toll, mit sehr, sehr, sehr coolen Bands und super, wirklich, ja. Nice. Gute Leute. Und bei dir läuft, du bist im August bei einem Zweitliga, was noch? Ich freue mich so, ja, klar. Ach, ist das schön. Ich finde dich so, ach, ist das schön. Du machst das so schön, so, ich habe richtig Spaß, ich bin doch hier auch zu Gast, so, ich habe einen Tag Urlaub, so. Ach, Anuki. Klasse, Alter, wirklich, ich mag das, Alter. Anuki, mein Herz. Ey, nach der Sendung, Alter. Nach der Sendung. Ihr seht das unter der Krawatte nicht, aber mein Herz ist gerade doppelt so groß geworden. Du bist im August bei einem Zweitliga-Fußballspiel aufgetreten, das ist mega nice, bei Union gegen St. Pauli, wie war das? War super geil. Ich fand das eh nice, mal wieder schön. Kennt ihr, ist irgendwer bewandert, was Fußball angeht? Ist die alte Försterei euch ein Begriff in Berlin? Das Stadion von Union? Kennt jemand sehr Berlin? Gut. Drei Leute. Auf jeden Fall. Ey, es war wunderschön so, auch gegen St. Pauli. St. Pauli, Killer. Und leider haben die verloren. Also St. Pauli hat verloren. Wow. Gut für Union. Und wir hatten dann einen sehr schönen Nachmittag. Ja, Mann. Wie ist das zustande gekommen? Zufall, wirklich komplett über Freunde, Bekannte einfach reingerutscht und wurde gefragt, hast du Bock? Und dann meine ich so, natürlich, gibt geiles Essen. Du sitzt halt auch in der Loge, was man normal nie machen kann, weil man immer zwischen ganz, ganz großen, starken Leuten sitzt, die vielleicht auch ein bisschen eine Tendenz haben, dass sie dich nicht mögen wegen deiner Hautfarbe. Deswegen war das voll nett, da mal so nicht in diesem Pool zu sein, sondern ich war so oben. So, ich hatte mich so gefühlt wie König. Voll geil, Alter. Ja. Was ein Aufstieg so. Proberaum mit der Antilopen-Gang, Zweitligaspiel jetzt in der Midnight Show. Jetzt die Midnight Show. Jetzt in der Midnight Show. Und wir haben dich ja auch nicht umsonst hier. Du hast deine neue Single im Dezember gedroppt. Yes. Rosé heißt sie. Yes. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir gehen entweder vor die Hunde oder Gold. Wir geben Gold. Alle kommen zu mir an, aber sie labern. Nein, sie labern. Dann alles um mich hat nur diese eine Farbe. Sonne fällt in das Meer.
Ein Applaus. Danke, danke, danke. Dankeschön. Dankeschön. Anukis. Dankeschön. Anukis neues Single Rosé. Ja. Das ist ein mega geiles Song. Danke. Ihr solltet euch ihn alle anhören, Anuki Rosé. Alle anhören. Habt ihr schon auf Spotify durchgesuchtet die letzten Tage auf jeden Fall. Nice. Dankeschön. Die offensichtliche Frage, bleibt's bei der Single oder kommt da jetzt noch was? Album, Tour, was auch immer? Wir sind ganz, ganz viel am Musik machen. Ich bin morgens wieder im Studio. Wir machen gerade ganz, ganz viele Sachen. Es kommt ganz, ganz viel. Wir spielen Konzerte im Sommer. Wir sehen uns vielleicht. Ich sage nicht wo. Tolle Promo. Ich bin irgendwo. Vielleicht sehen wir uns. Ja, du hast ja noch nicht verstanden. Ach ja. Wir verraten noch nicht. Weißt du, fünf verstehen, Alter. Achso.